Sind euch schon mal diese Werbeabdrucke auf Briefen oder Postkarten aufgefallen? Also links neben dem normalen Poststempel gibt es manchmal noch einen Werbestempel, zum Beispiel hier gemeinsam gegen Corona. Dieser Stempel wurde sehr häufig verwendet. Oder hier habe ich noch eine Postkarte aus 2019 gefunden mit einem Werbestempel der Hilfsorganisation Plan International. Ja, in diesem Video erfahrt ihr, wer solche Werbestempel bei der Deutschen Post beauftragen kann, wie teuer sie sind und wo man eine Übersicht findet mit allen Werbestempeln, die aktuell in Briefzentren eingesetzt werden. Ihr könnt einfach mal auf www.deutschepost.de/werbestempel gehen. Dort gibt es eine Preisliste und die beginnt bei 620 Euro netto für einen Werbestempel, der einen Monat lang in einem Briefzentrum eingesetzt wird. Wenn ihr längere Zeiträume bucht, dann wird es etwas günstiger. Und man muss wissen, es gibt 82 Briefzentren in Deutschland. Das heißt, je nachdem, welche Region ihr abdecken wollt, müsst ihr entweder 1, 2, 3 oder 4 Briefzentren buchen mit euren Werbestempeln. Ja, zu diesen Kosten von 620 Euro kommen ungefähr noch, ich schätze, 100 bis 200 Euro hinzu für die Gestaltung des Werbestempels und für die Herstellung der Stempelplatte aus Gummi. Und was auch wichtig zu wissen ist, in den Briefzentren ist nicht nur eine Stempelmaschine im Einsatz, sondern zum Beispiel 4 Stempelmaschinen. Wenn ihr jetzt Glück habt, durchläuft euer Brief ausgerechnet die Stempelmaschine, die mit dem Werbeabdruck ausgestattet ist. Und wenn ihr Pech habt, durchläuft euer Brief ausgerechnet eine der drei anderen Stempelmaschinen, die keinen Werbeabdruck hat. Dann bekommt euer Brief nur so ein Wellenmuster aufgedruckt oder vielleicht so einen allgemeinen Abdruck mit einer Grafik der Herkunftsregion. Hier zum Beispiel eine Grafik aus dem Briefzentrum Essen oder hier eine Grafik aus dem Briefzentrum 29 in Celle. Wer darf Werbestempel bei der Deutschen Post buchen? Ich als Privatperson oder auch andere Privatpersonen dürfen das nicht. Also ich könnte jetzt nicht bei der Deutschen Post beauftragen, dass bitte alle Briefe im Briefzentrum Hamburg hier ein Paketdar-Logo bekommen. Das ist verboten. Und auch für Firmen gibt es starke Einschränkungen. Die Deutsche Post sagt, Werbestempel können buchen gemeinnützige Organisationen, Behörden, Kommunen, also Städte, Gemeinden oder Veranstalter von Messen, Ausstellungen, Festivals oder Betreiber von Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen. Also nicht beworben werden dürfen spezielle Produkte. Es muss immer etwas Allgemeines sein, wie zum Beispiel ein Hinweis auf eine Urlaubsregion, ein Stadtjubiläum oder eine Messe. Alle paar Wochen veröffentlicht die Deutsche Post ein PDF mit allen neuen Stempelabdrücken, die so in Briefzentren eingesetzt werden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich blende euch hier mal ein PDF aus 2021 ein. Da wurde eine Ausstellung in Worms beworben mit einem Stempelabdruck im Briefzentrum Mannheim. Und da seht ihr auch den Hinweis, dass ein Klischee von 4 möglichen Klischees eingesetzt wurde. Und das bedeutet halt, dieser Werbeabdruck wurde auf einer von 4 Stempelmaschinen eingesetzt. Zum Schluss noch ein Fun Fact. Der allererste Werbestempel in einem deutschen Briefzentrum kam 1961 in München zum Einsatz. Damals hier mit diesem Abdruck, da wollte man das gute Münchner Bier bewerben. Der Preis 500 D-Mark wurden berechnet für die Ausrüstung von insgesamt 5 Stempelmaschinen. Ja, wenn ihr das alles nochmal nachlesen möchtet, dann findet ihr natürlich einen zugehörigen Artikel zu diesem Thema auf www.paketdar.de.